Willkommen zu einer neuen Folge Retro-Computer-Glossar für Dummies, aber nicht nur. Und heute haben wir was, das wird jeder kennen vom Namen her, das ist Byte. Aber ich werde eine ganze Menge darüber zu erzählen haben, zum einen, weil es so fundamental für alles ist und es ist nicht nur das, was ihr glaubt. Und ich werde das Ganze mal von der Seite angehen, wie ihr es vielleicht noch nicht so wirklich angegangen seid. Für euch wird die Größenangabe Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, da haben die meisten von euch vielleicht einfach eine Speichergröße im Kopf. Ihr wisst es, irgendwas, ein Byte, da kann man was speichern. In vielen, vielen Gigabyte kann man viel speichern. Okay, da kann man halt Byte speichern. Und Dateien brauchen halt Platz, so und so viel Byte, und dann speichert sich das da rein. Ja, ist soweit richtig, aber wir gehen das heute völlig anders an. Nämlich, erstmal, wir hatten ja das Bit. Was schon mal witzig ist im Englischen, ist nämlich, dass Bit das englische Wort für bisschen ist. Und Byte ist das englische Wort für Biss. Also ein kleiner Biss und ein großer Biss. Und es schreibt sich zwar anders eigentlich, also das hat man, diese ganzen computerisierten Ausdrücke, die hat man alle irgendwie so ein bisschen immer verfremdet. Also viele zumindest, darunter zählt auch das Byte mit dem Y halt. Wir haben ja in der Folge mit dem Bit erfahren, okay, in einem Computer gibt es eigentlich nichts anderes als Leitungen, die an oder aus sind. Warum eigentlich? Da kommen wir noch zu. Aber im Wesen, ganz wesentlich sind Leitungen, die sind an oder aus. Und ein Computer besteht gar nicht viel mehr aus was anderem. Ja, die Ausnahme kriegen wir dann noch. Keine Sorge, Logikgatter und so kommen noch. Was machen wir jetzt damit? Wir wollen doch eine Maschine haben, die mal zumindest zählen kann. Mit einem Bit kann man doch nicht zählen. Ein Bit ist eine Leitung, die ist an oder aus. Okay, wenn wir jetzt Fantasie aufbringen, dann könnten wir sagen, mit dieser Leitung, die an oder aus ist, können wir bis 0 und bis 1 zählen. An 0, aus 1 zum Beispiel, kann man auch umdrehen. Ist dem Computer völlig egal. Und da ist jemand auf eine tolle Idee gekommen, der sich einfach mal angeschaut hat, wie zählen wir eigentlich? Naja, wir zählen in einem Zehnersystem. Wir haben 10 Zahlen, 0 bis 9. Kann ich mal so zählen. Also wenn ich jetzt habe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, und dann ist mein Zahlensystem ja eigentlich zu Ende. Ich habe nur 10 Zahlen, die da. Also was macht man? Man fängt wieder bei 0 an und setzt an der Stelle vorne dran, das ist die 10er-Stelle, fängt man mit 1 an. Dann geht es weiter, 10, 11 und so weiter. Das ist ein tolles System. Und es ist doch völlig wurscht, ob man jetzt 10 Zahlen hat oder nur 2. Und das ist der Gag an den Bit. Man braucht tatsächlich nur Leitungen, die an oder aus sind und damit 0 oder 1 zählen können, um beliebig weit zählen zu können. Man braucht halt mehr Leitungen, genauso wie man in unserem Zahlensystem einfach dann mehr Stellen nimmt. Und ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Also in Zukunft, immer wenn ich Bits einzeichne, dann mache ich das so. Das ist jetzt mal ein Bit. Könnt ihr euch vorstellen, das ist so eine Leitung. So. Und wenn das Bit aus ist, lasse ich das so. Wenn es an ist, mache ich irgendwie ein Kreuz rein oder mal es aus oder sowas. Okay? Gut. Mal wegwischen. Fantastisch. Was ist jetzt ein Byte? Eigentlich ist ein Byte nämlich nur 8 Leitungen nebeneinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und mit diesem System können wir hiermit auch tatsächlich zählen. Nur ist es jetzt so, in unserem normalen Zahlensystem, das mache ich jetzt mal so. Hier ist eine Stelle, hier ist eine Stelle, hier ist eine Stelle, hier ist eine Stelle. Jetzt mal als Beispiel. Und ich habe hier eine Zahl, 3421. Ja? Dann habe ich in unserem Fall, ja, das hier ist die Einer, das sind die Zehner, die Hunderter und die Tausender. Da weiß ich, das sind 3420 und 1. Im Deutschen wird es halt ein bisschen umgedreht.
Okay. Und da das 10 Zahlen sind, im Binärsystem, wie man das so nennt, ist es jetzt so, dass wir nur 2 Zahlen haben. Das bedeutet, das hier ist die einer Stelle, die müssen wir mal 1 nehmen. Das ist die 2er Stelle, die mal 2. Das ist die 3er. Aber halt, ne, nicht 3, 4. Ist ja dann mal 1, mal 2, mal 4. Es geht ja immer mal 2. Mal 8, mal 16 und so weiter. Und damit können wir tatsächlich zählen. Und es funktioniert so, um es nochmal anschaulicher zu machen. Wenn wir jetzt einfach zählen wollen mit einem System, das nur 2 Zahlen kennt, nämlich 0 und 1, dann zählen wir 0, wir zählen 1, jetzt geht es aber nicht weiter, es gibt in dem System nicht mehr Zahlen. Also kommt wieder die 0, aber die Stelle davor ist einfach die 1. Okay, dann kommt 1, 1 und dann wäre hier wieder die 0, weil es ja nicht weitergeht, also ist es 0. Hier kommt 1 mehr, da geht es aber auch nicht weiter, also es ist auch 0 und übertrage es wieder 1. Und so geht es ewig weiter. Sodass man ein ganzes Zahlensystem hat, das nur aus einzelnen Nullen besteht. Ne? Also diese 0 hier ist natürlich eine 0, diese 1 hier ist natürlich eine 1. Das hier wäre die 2, das hier ist die 3 und 1, 0, 0 wäre eine 4. Und so kann man tatsächlich alle Zahlen nur mit Einsen und Nullen abbilden. Und wer mal Mathematik studiert hat, der weiß zum Beispiel aus dem Grundstudium, dass man mit nur ganz wenigen Axiomen, Axiomen sind Grundannahmen, die einfach so sind, tatsächlich nur 0 und 1 braucht und die Eigenschaften dieser beiden Zahlen, um quasi die gesamte Mathematik zu begründen. Alles, was es in der Mathematik gibt, begründet sich im Wesentlichen auf der logischen Ableitung davon, dass es eine 0 gibt und dass es eine 1 gibt. Fertig. Das ist super raffiniert. Ja, und das können wir natürlich dann auch so darstellen. Ja, und ihr seht schon, das ist genau das, was ich gesagt habe. Die dritte Stelle ist die Stelle, die wir mal 4 nehmen. Die zweite Stelle ist die, die wir mal 2 nehmen. Die erste Stelle, die, die wir mal 1 nehmen. Ja, 1 ist die zweite. Hier ist 2 plus 1, natürlich 3. Ja, und das bedeutet, dass wir das genauso auch rechnen können. Also wenn ich zum Beispiel ein Byte habe, bei dem die Bit folgendermaßen geschaltet sind, also mit an-aus, mache ich jetzt einfach mal rein fantasiemäßig so. Da sind also die alle aus und die beiden hier sind an. Ja, das ist die einer Stelle, das ist die zweier Stelle, das ist die vierer Stelle, das ist die achter Stelle. Dann ist es also 8 plus 2, das heißt, das hier ist tatsächlich 10. Ist ja super. Damit kann man rechnen. Einfach nur, weil Leitungen an und aus sind, können wir damit rechnen. Also wir können zumindest zählen damit. Rechnen können wir damit noch nicht. Wie man das macht, dass man tatsächlich dann, ich habe das Byte, das ist zum Beispiel jetzt eine 10, und ich habe noch ein anderes Byte, das einen anderen Wert hat. Wie man die dann zusammenkriegt, erkläre ich irgendwann. Logikgatter. Aber ey, das funktioniert. Wir bewegen uns ja in einem Zahlensystem, das auf Zweierpotenzen beruht. Mit jedem Bit, das wir mehr haben, können wir mehr Zahlen darstellen. Mit einem Byte können wir mal ausrechnen, dass hier die Stelle hier wäre mal 16, die hier wäre mal 32, wenn die an ist, die hier, wenn die an ist, mal 64, die hier mal 128. Und das heißt, wenn alle an sind, haben wir 128 plus 64 plus 32 plus 16, lalala. Und ich verrate es euch, das ergibt, wenn alle an sind, 255. Das heißt, wir können maximal die Zahl 255 mit 8 Bit darstellen. Größere Zahlen können wir leider nicht damit darstellen. Und es sind 256 Ziffern insgesamt, da ja die 0 noch dazu kommt. Ja, und das heißt, je mehr Bit wir zur Verfügung haben, desto größere Zahlen können wir abbilden, desto größere Zahlen können wir, mit desto größeren Zahlen kann der Rechner einfach dann umgehen. Und im Falle des Byte ist es so, dass das Byte wirklich als fundamentale Einheit in den ersten Rechnern auch einfach überall standardmäßig da war und so eingerichtet wurde als 8-Bit-Einheit. Der C64 ist ein 8-Bit-Rechner und 8-Bit-Rechner heißt einfach, er kann immer mit einem Byte gleichzeitig umgehen. Er kann sich also ein Byte herholen, kann sich noch ein Byte herholen
und mit den Bytes halt zusammen dann was machen, was im Ergebnis wieder ein Byte gibt. Das heißt, das ist dann ein bisschen schwierig, wenn man wirklich mit größeren Zahlen in diesen Rechnern umgehen will. Kommt aber alles noch. Wollen wir einfach mal noch ein Beispiel rechnen? Einfach damit wir mit warm werden. Machen wir einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist ein Byte. Jetzt machen wir mal den hier. Der ist an. Die Leitung ist an. Und die Leitung ist an. Ja, das ist 1. Das ist mal 2. 4, 8, 16, 32 mal 64. Das heißt, das hier ist die Zahl 64 plus 2 plus 1 ist 67. Okay? Eigentlich ganz einfach. Und das hat Vorteile. Das hat ganz massive Vorteile. Denn aus unserem Zahlensystem kennen wir noch was ganz Tolles. Wenn ich zum Beispiel die Zahl 821 habe, wir können mit unserem Zahlensystem furchtbar schnell Multiplikationen machen. Mal 10 zumindest. 821 mal 10 ist ganz einfach, ist 8210. Mal 100 ist 82.100. Warum? Weil wir ein 10er-Zahlensystem haben, was Multiplikation mal 10 logischerweise sehr einfach macht. Das hier ist ein 2er-Zahlensystem. Das macht Multiplikation mal 2 ganz einfach. Und wie kann ich euch zeigen? Ich nehme mal da oben noch ein Byte. Das ist jetzt erstmal leer. Und ich habe das Byte da unten. Da haben wir gesehen, das ist 67, so wie es an ist. Wenn ich jetzt einfach nur das verschiebe, also den Wert von jedem Bit mal 1 nach da, dann bleibt es leer. Dann sind die beiden an. Und dann ist das da an. Da muss ich gar nicht mehr groß rumrechnen. Das ist eine Multiplikation mal 2. Einfach ein Bit nach links verschieben, alles ist eine Multiplikation mal 2. Und damit ist es da oben. Können wir gleich nachrechnen. Also es sollte eigentlich 134 sein. Wollen wir mal nachrechnen. Das hier ist ja mal 128. Und das hier ist mal 4. Also haben wir 128 plus 4 ist 132 plus 2 ist 134. Genauso verhält sich es natürlich mit dem Schieben nach rechts. Beides natürlich problematisch, wenn das Bit jeweils am Ende an ist, weil dann gibt es halt einen Rundungsfehler jeweils, beziehungsweise wir kommen halt einfach nicht über die 255 hinaus. Das wird natürlich besser, wenn man mehr Bits zur Verfügung hat. Aber kommt auch noch, im Wesentlichen sind wir erstmal auf ein Byte beschränkt, damit wissen wir, was ein Byte ist. Aber das Thema ist noch nicht zu Ende. Denn da gibt es noch zwei andere Sachen. Erstens, wenn ihr jetzt denkt, so ein Byte ist nur dafür da, dass man zählen kann oder irgendwie halt damit rechnen später noch, dann habt ihr ja schon getäuscht, denn so ein Computer hat Byte im Speicher, die er gar nicht braucht, um zu zählen, sondern da liegt dann so ein Byte drin, so ein komplettes Byte drin, wo die Bit einfach ihm Sachen signalisieren. Zum Beispiel ist dann, was weiß ich, dieses Bit hier einfach dafür da, um ihm zu sagen, in welchem Modus er gerade ist. Also ein Computer kann in verschiedenen Modi operieren, die verschiedene Verhaltensweisen einfach haben und sowas. Und dazu braucht er solche Bit, in solchen extra Byte, die nennen sich Status Bytes. Und die Status Bits darin einfach, die ihm was signalisieren. Die sind nicht zum Zählen dann da. So ein Byte hat natürlich auch noch andere Zwecke. Also Zählen haben wir gesehen. Wir haben gesehen, so ein Byte bewahrt dann einfach Status-Bits auf, die man halt abrufen kann, wo sich der Rechner gewisse einfach Modi merken kann, in denen er gerade operiert oder was wie gerade der Fall ist. Er benutzt sie zum Beispiel, um sich zu merken, in welchem Grafikmodus er gerade befindet. Es wäre Blödsinn, ein komplettes Byte zu verschwenden, wenn ein Rechner jetzt, sagen wir mal, nur zwei Grafikmodi hat. Da genügt ja ein Bit. Und solche Sachen. Jetzt ist es aber natürlich so, wisch mal den ganzen Schlanz nochmal weg,
um mal auf den Begriff vom Anfang zu kommen, dass bei dir Speicher sind. Ja, und das sind sie auch, natürlich. Der ganze Speicher eines Computers ist im Wesentlichen fundamental in Byte aufgeteilt. Das sind also immer jeweils 4, 5, 6, 7, 8 Bit zusammen in einer Speichereinheit. Und davon gibt es dann ganz, 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 ganz viele, wo dann halt Texte drinstehen und sowas. Und also oder halt einfach Zahlen folgen in dem Fall mal. Und deswegen sind diese leeren Byte im Speicher, sind natürlich, ja, die dienen als Speicher. Da gehen die Informationen rein, welche Bit wie angeschaltet sind. Und das ist super toll. Ein Kilobyte ist dann natürlich, wir kennen es aus dem Griechischen, weil jeder von uns spricht natürlich fließend Altgriechisch. Kilo ist 1000, Mega ist Millionen, Giga ist Milliarden und so weiter. Und so ist ein Kilobyte natürlich 1000 Byte. Nein, falsch. Ich bin der Meinung, es ist richtig, aber ich gehe da auch nicht so ganz konform mit der Norm und wie die meisten es bezeichnen. Wenn ihr eine Melone habt, die 2 Kilogramm wiegt, wie viel Gramm wiegt die? 2 Kilogramm, die wiegt 2000 Gramm, weil ihr natürlich wisst, Kilo ist 1000. Wenn ihr 3 Kilometer mit dem Auto fahren müsst, wie viele Meter müsst ihr fahren? Logisch 3000 Meter, weil Kilo 1000 ist. Ähnlich wäre es, wenn es Megameter Meter gäbe, da benutzt man aber tatsächlich dann die 1000 Kilometer und so weiter. Aber diese Abkürzungen sind eigentlich fix definiert. Kilo ist 1000, Mega ist Million und so weiter. Es gibt aber eine ganz blöde Eigenschaft, nämlich genau von diesen Zweierpotenzen. Es ist nämlich leider der Fall, dass wir hatten hier das mal 128. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Wert haben, der über 10 Bit geht, es geht ja um mehr. Das ist, ich meine, ja, die Einheit im Computer sind immer Byte, aber es gibt ja auch Rechner, die ein bisschen mehr können. Die können natürlich mehr Bits aneinander nehmen. Und wenn hier so ein 10-Bit-Wert voll ist, die sind alle an, dann ist der Gesamtwert 1024. Und da Informatiker sind die Leute, die sich mit Computern befassen, ein bisschen rechenfaul sind, haben die sich irgendwann überlegt, boah, das ist ja fast dasselbe. Ja, bei uns ist Kilo einfach mal 1024 und nicht 1000. Und das führt zu mannigfaltiger Verwirrung. Weil, wenn ihr ein Kilobyte habt, sind es eben nicht nur 1000 Byte, wie bei den Kilometern oder bei den Kilogramm, es sind 1024 Byte. Und wenn ihr ein Megabyte habt, wie viel sind das? Es wird noch schlimmer, weil das sind natürlich dann auch keine Millionen Byte, es sind aber auch keine Millionen und 24.000 Byte, sondern es sind 1024 mal 1024. Es summiert sich also immer oder multipliziert sich immer weiter auf, dieser Fehler. So kommen diese Diskrepanzen zustande, wenn ihr zum Beispiel in eurem PC anklickt, wie groß die Datei ist. Und je nachdem, wie ihr euch die Größe anzeigen lasst, entweder in den Byte oder in den Megabyte, stehen da ziemlich voneinander abweichende Zahlen. Und daher kommt das. Und deswegen, meine ganz private Nomenklatur ist deswegen, Kilo ist 1000. Das ist fix definiert seit Jahrhunderten. Okay, man hat sogar aus der Jungsteinzeit jetzt Eisenstäbe gefunden, die interessanterweise ziemlich genau 100 Gramm wiegen, immer in Zehnerbündeln sind, die dann Kilogramm wiegen. Also dieses ganze Format unseres Zahlensystems und der Gewichtsklassen und so weiter geht wahrscheinlich bis auf die Jungsteinzeit zurück. Es gibt keine schriftlichen Zeugnisse aus der Zeit, aber es ist sehr interessant. Und warum man da plötzlich halt sagt, wir sind einfach faul und weil das halt 10-Bit-Werte 1024 ergeben statt 1000, ich weiß, ich mache mir jetzt alle Informatiker zum Feind, aber ja,
Also in der Informatik ist es leider so, das Kilo sind nicht 1000, es sind 1024. Wir müssen damit leben. Aber das war jetzt auch nur so ein Ausflug zum Rand dieses Themas. Und deswegen komme ich mal auf den Grundbegriff zurück, um es abzuschließen. Also was ist ein Byte? Im Wesentlichen sind es einfach 8 Bit, also 8 Leitungen meinetwegen nebeneinander, die die nette Eigenschaft haben, dass man mit ihnen zählen kann. Und ziemlich weit zählen kann, wie ich finde. Und noch andere Sachen machen kann. Und das Byte ist einfach die fundamentale Einheit im Rechner schlechthin, weil damit einfach jeder Rechner Minimum umgehen kann. Gut, einschränkenderweise, es gibt furchtbar alte Prozessoren, der Intel 4044. Das war ein 4-Bit-Prozessor. Was halt bedeutet, dass der tatsächlich nur 4-Bit, der kann immer nur mit 4-Bit gleichzeitig umgehen. Anders als jetzt ein C64 oder so, der es halt mit 8-Bit kann. Jeweils. Okay. Bei Fragen, irgendwas, schreibt es in die Kommentare, ich antworte und dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche und ciao.